Es ist Dienstag und wir setzen diese GPS-Forschungsbojen aus und meinem Kollegen Christian Schmidt. Die werden dann bis zum Sonntag unterwegs sein, vielleicht schneller als das Schiff, vielleicht langsamer. Vielleicht werden sie hängen bleiben. Genau das wird dann verfolgt werden auf der Strecke bis nach Magdeburg. Hier haben wir also jetzt die Forschungsboje Nummer 1. Setzen Sie aus. Es ist jetzt Dienstag 15.20 Uhr und hoffen, dass Christian Sie dann wieder einfangen kann. Schwimmt sie. Sie scheint stabil zu schwimmen, das ist auch eine gute Sache. Die zweite Forschungsboje Nummer 4, die werden wir auch aussetzen. Die sind natürlich gelabelt, falls sie jemand findet, damit informiert werden kann, einfach wo sie ist. Es kann ja auch mal passieren, dass der Akku leer ist zum Beispiel. Und da hat man dann immer noch eine Chance, wenn jemand den Zettel sieht, dass er sich meldet und sie vielleicht uns wieder zustellt. So, jetzt geht Nummer 2 auf die Reise. Dienstag 17.20 Uhr. Also vielleicht erklärst du mal kurz, was du so grundsätzlich machst da im UFZ. Ja, also ich beschäftige mich hauptsächlich mit Umweltchemikalien, Umweltschadstoffen und unter anderem aber auch mit Plastik in der Umwelt. Mhm. Zum einen kann Plastik ja Chemikalien aufnehmen oder auch abgeben an die Umwelt und das Plastik selber ist natürlich auch ein Schadstoff, zumindest wenn es immer kleiner fragmentiert und man irgendwann keine Partikel mehr vorliegen hat, sondern gelöste Chemikalien, dann ist man auch wieder genau in meinem Bereich. Und was ist das Gefährliche dran, wenn jetzt der Mensch mit Kunststoffen in Berührung kommt? Ja, also an den ursprünglichen Produkten sind natürlich einige Additive, um die Kunststoffe dann eben von den Eigenschaften so auszustatten, dass sie ihre Funktionen bestmöglich erfüllen, auch eine gewisse Stabilität haben, natürlich für den Gebrauch. Und über die Zeit hinweg hat sich dann herausgestellt, dass insbesondere die ganz kleinen Partikel dann problematisch sein können, wenn man zum Beispiel über die Nahrung oder Trinkwasser in Kontakt kommt. Das eigentlich Gefährliche ist, dass es eigentlich nicht entfernt werden kann. Hier habe ich jetzt also ein bisschen Material mitgebracht von unserer Pazifik-Expedition im Jahr 2019. Das ist aus der Fischerei, genau. Geisternetze ist ja auch ein Stichwort, was jeder schon mal gehört hat, denke ich. Wir haben dann aber auch ganz anderes Material gefunden, was vermutlich schon Jahre bis Jahrzehnte dort in der Region unterwegs gewesen ist. Die große Tonne hier, die muss ja auch schon ganz, ganz lange unterwegs gewesen sein. Du hast erzählt, du musst die aufschneiden, als ja. Ich die geborgen habe. Was war da los? Ja, also es gab hier eine relativ kleine Öffnung. Und wir haben gesehen, dass da ein Fisch drin gewesen ist, der wahrscheinlich hier draußen sich gar nicht befreien konnte. Dann haben wir das praktisch in der Tonne größer geworden und dann war... So macht es den Anschein, ja. War gefangen. Obwohl man sich fragt, wie die Nahrung da reinkommt, dass er genug Nahrung gefunden hat über die lange Zeit. Aber so haben wir es gesehen und so haben wir eben das Fass dann direkt aufgeschnitten, um die Lebewesen da drin zu retten. Es waren auch wirklich viele Fische drin, aber die meisten waren sehr klein. Hier ist also eine Wassersäule nachgestellt, in der sich Salzwasser befindet, was ungefähr den Salzgehalt von Ozeanwasser hat. Und verschiedene Polymere sind da drin. Also hier sieht man zum Beispiel dieses blaue Material ist offensichtlich leichter als Wasser, da es dann aufschwimmt, wenn es wieder zur Ruhe kommt, diese Säule, nachdem man sie gedreht hat. Und dann hat man hier dieses weiß-pinke Material und dazwischen sind auch noch transparente Plättchen, die offenbar schwerer als Wasser sind, als das Seewasser und sich daher relativ schnell absetzen. Was müsste denn eigentlich passieren, um diese ganze Plastikflut in den Meeren zu verhindern?
Ja, also man muss auf jeden Fall die Emissionen stoppen, also dass weiteres Plastik dorthin gelangt. Die Entfernung ist schwierig bis unmöglich, würde ich sagen. Und also große Gegenstände kann man sich vorstellen, bekommt man vielleicht noch entfernt. Aber sobald das Material fragmentiert oder auch einfach von dem großen Material kleine Partikel abgespalten werden, ist es eigentlich fast unmöglich zu entfernen. Es gibt ja auch Lebewesen, die dort an der Oberfläche sind, die man dann auch mit entfernen würde. Ich hatte ja jetzt 4 Daten geschickt bekommen, ne? Heißt das, dass die 2 sich 2-mal festgehangen haben und jetzt an der gleichen Stelle aber quasi wieder gelandet sind? Genau, die eine war tatsächlich vorher schon mal irgendwo festgegangen, an so einer kleinen Ausbuchtung, aber hat sich da schon mal wieder losgerissen. Oder es kann auch sein, man muss mal ein bisschen gucken, dass wenn die Elbe jetzt Niedrigwasser hat, dass es manchmal so langsam fließt, dass der Gyrosensor nicht mehr merkt, dass es vorangeht. Okay, super. Wir geben unser Bestes. Danke. Vielen Dank, Christian. Tschüss. Ciao, mach's gut. Sehr gerne, tschüss. Die eine Möglichkeit wäre, dass sie so langsam sind, dass sie den Sleep-Modus nicht verlassen haben. Ja, genau. Genau. Und was ist die andere Möglichkeit? Dass sie jetzt vielleicht irgendwo sind, weil es ja auch ein bisschen der Pampa läuft, was kein richtiges Netz ist, das weiß ich jetzt nicht. Das ist immer ein bisschen das Risiko. Sehr gut. Oh. Okay, und jetzt können wir wieder. Wollen wir ihn wieder reinschmeißen oder? Aber nicht hoch, weil das ist nicht ganz unempfindlich, die Technik da drin.